Hallo liebe Zuseher und Zuschauer von mir und von Maxi. Hallo. Willkommen zurück bei einer neuen Folge Minecraft Islands. Hallo. Heute baue ich an unserer Zombie-Falle und Maxi kümmert sich vielleicht um ein bisschen Essen oder irgend sowas. Ein wenig sowas, ja. Wir hatten gerade noch mal einen Fail, ja, also ich zumindest, das mit diesem roten Bildschirm, aber das habe ich jetzt gefixt und wisst ihr wie? Ich habe mir einfach die Version 1.8 installiert. Mhm. 1.8.7 ist für den Anus, das könnt ihr euch sparen, Leute, das sage ich euch gleich. Ja, dann kümmern wir uns mal um ein bisschen andere Anus-Menschen. Ich habe jetzt auch einen Schniefen-Shader. Mit Lens. Ich habe keinen Schniefen-Shader, ich habe irgendwie gar nichts. Aber die Performance ist jetzt nicht mehr so 60 FPS. Böse, böse, böse. Nur noch 40 FPS. Ich muss meinen ganzen Müll jetzt immer storen, sonst wird es nichts. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Oh, der ist so schön, der Shader. So, ein bisschen. Das hier kann ich ja gleich schmelzen. Das kann ich schmelzen. So dunkel. Das kann ich alles schmelzen. Kohle haben wir, glaube ich. Wo haben wir Kohle? Die kann ich gleich verteilen hier auf die. Kohle. Auf die Öfen. Ja, so ist das denn damit. Was? Lecker schmecker Ofen. Naja. Me gusta follar. Was? So. Naja. Tue ich jetzt einfach mal alles hier rein. Alles hier und dann kümmere ich mich mal darum, dass wir hier ein gescheites Zauntor bekommen. Viel besser. So. Ach, bei der Schaffarm. Ach so. Genau. Weil sonst ist das richtig. Ja, genau. Eine anusmäßige Angelegenheit. Das Wort gefällt dir, oder? Ja, Anus. So, dann baue ich mal kurz so ein Scheiße. Ach, da brauche ich Sticks dafür, ja genau. Sticks. Jawohl, ein Birkenholz, whatever. Was machst du hier? Ach, du machst eine Monster-Spawning-Falle-Dings. Ja. Yes. Das ist nice. Da schauen wir jetzt aber dem kleinen Fensterkiller nicht dabei zu. Nein. Wir, meine Freunde, ich hoffe, dass die Aufnahme bei mir gestartet hat, aber egal. Wahrscheinlich. Wir, meine Freunde, kümmern uns darum. Ach, wir haben Hühnchen. Hühnchen. How the fuck? Egal, wir haben Hühnchen. Das ist egal. Ist Leiband. Und diese Hühnchen können wir jetzt. Die Hühnchen haben wir von den Franzosen bekommen. Ein Hühnchen. Ich hoffe jetzt, aus diesem Ei kommt ein Hühnchen raus. Nein, natürlich nicht. Schlecht. Das war so klar. Dann brauche ich irgendwo anders her ein Hühnchen. Naja, egal. Gut, Weizen, ihr alten Menschen. Na, Menschen sind es ja nicht, es sind ja Tiere. Na. Aber es sind asexuelle Tiere normalerweise. Hm. Alter, unsere depperte Weizenform. Da geht nichts weiter, da bei der depperten Weizenform. haben wir nicht mal so eine alte Insel gehabt, wo wir so eine andere Farm betrieben haben? Ja, aber ich glaube, die haben wir zerstört. Ich glaube, wir sind Idioten. Ja. Da könntest du vielleicht recht haben. Das ist aber mega schlecht, wenn wir die Farm zerstört haben. Ja, du kannst ja mal nachsehen. I don't know. Ich kann ja mal nachsehen. Ja, Leute, wir gehen jetzt. Da ist ein Hühnchen. Halleluja. Hühnchen, ich rette dich aus dem Meer. Aber dafür musst du mir gehorchen. Du musst jetzt nämlich hier rauf. Alter, wieso gehst du hier nicht rauf? Ich hasse dich, Hühnchen. Hühnchen, bitte, bitte. Bitte, Hühnchen, bitte. Bitte, 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 bitte. Aber es hat ein Ei gelegt und ich hoffe, dieses Ei wird mir jetzt ein zweites Hühnchen bringen. Ich muss es gerade mal versuchen, Leute. Lecker schmeckt es ja. Jetzt machen wir mal Hühnchen-Eier-Weitwurf. Und natürlich nicht. Warum denn auch? Ach, du Schande. Stein. Irgendwie muss ich dieses Hühnchen jetzt dazu bringen. Ach, da ist eh noch eine Werkbank. Ah, nein.
Verdammt. Egal. So, wo ist es denn? Hühnchen. Jetzt ist es weg, oder was? Ach komm. Schlecht. Ach komm jetzt, Alter, da kriegst jetzt du dafür. Aufs Maul. Aufs Maul. Junge, ach, hier ist es. Hier ist das Hühnchen. Oh, jetzt wollte ich es gerade töten, aber das wäre nicht so cool gewesen. So, dann setzen wir hier mal eben eine Treppe. Dann können wir das Hühnchen nämlich rauf befördern. Nein, bist du behindert? Bist du behindert? Ja, jetzt geht's natürlich selber. Und es geht wieder runter. Und es geht... Nein, du gehst so nicht runter, bitte. Ich kann mir leider keine Leine machen. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich nicht das andere Hühnchen, aber nein, 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 das machen wir nicht. Wir halten unsere Tiere alle an einem Platz. Das ist das Beste. Oder was sagst du da dazu? Ja, ich stimme dir einfach zu. Ich habe uns jetzt eine XP-Farm gebaut. Nice. Nice. Ich versuche das Huhn jetzt gerade mal mit gezielten Tritten in Richtung der der Farm, des Geheges zu buxieren. Wehe, wehe, du Dreckswich, wehe, ich bring dich um. Alter, geh weg. Geh weiter, los. Geh weiter. Geh weiter, jetzt da, jetzt da. Ja, genau, so ist es, Leute. Ja, lauf, lauf. Genau, aber jetzt bleib stehen. Ja, ja, genau. Genau, so ist es gut. So ist es wundervoll. Und jetzt bleib stehen. Ja, genau. Haben so. Wir Lava? Irgendwo? Nein, du blödes Wichshuhn! Jetzt. Jetzt kommt. Jetzt nein! Nicht! Nein! 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 Deutschland! Nein! Es geht rauf! Da ist ein Creeper! Da ist ein scheiß Creeper! Fuck! Nicht das Huhn, bitte nicht! Spreng mich, aber nicht das Huhn! Geh weg! Geh weg, geh einfach sterben, Creeper. So, wir werden jetzt dieses Huhn da reinbuxieren. Ich werde es tun. Ich werde es zerstören. Ich werde das jetzt einfach über die Treppe hier machen, damit ich hier kein... Nein, du blödes Misthuhn! Entschuldigung, Leute, aber... Du kannst Hühner locken mit Samen. Ich hab keinen scheiß Samen. Oh. Ja, ich kann da ein wenig einen bringen. Wo bist du denn? Where are you? Just watch me, bitch, and go there. Da hinten. Da, nimm. Samen. Hinter dir. Behind you. Na, warte, ich hab's gleich. Ich hab's. Ja! Nein! Entschuldigung. Ja, jetzt. Na, das blöde Viech schaut bloß mir aus. Schau mal. Und dann nimm den Samen. Mistviech. Ich will einfach mal ein paar Samen drüber. Ich hab da einen Samen, gib. Ich hab keinen. Du hast einen Samen. Ich hab einen Samen. Hey, yo. Jetzt geht's von selber. Am Arsch! Alter. Okay. Wo ist denn das Deal? Das Deal ist vorne da. Das Gatter. Scoren halt. Scoren. Scoren. Wie viele... Wo ist das zweite... Ah, hier ist es. Okay, passt. Hast du noch einen Samen für mich? Samen. Danke. Samen. Er spritzt mit seinem... Nein. Okay, jetzt warte mal. Wo ist das zweite Huhn? Da bist du. Jetzt geh mal mit hier. Komm her. Und jetzt schau mal. Jetzt gibt's Samen. Mit Shader am besten. Oh. Mit romantischem ein Shader. Ein kleines weißes Ding ist gerade aufgetaucht. Oh, ist das der Samen namens oder ist Hühnchen. Das... Okay. Das ist das kleine Hühnchen. Das aufgetaucht ist. Was glaubst denn du? Ach, ich kann das Viech schnell größer machen, indem ich ihm Samen gebe. Ja, genau. Ja, voll geil, aber das nutzt irgendwie gar nichts. was ich auch gesehen habe, ich werde die Weizenform exorbitant ausbauen. Sonst ist es auch für den Anus. Hast du noch einen Samen? Damit ich die bepflanzen kann. Merci. Gut. Dann werde ich das jetzt mal machen. Erstmal hier ein bisschen von Blumen und von Gras befreien. Wir wollen ja hier keine Grasplantage haben. Wir wollen hier eine Würzenplantage haben. Geh weg.
Du musst doch eh dein komische Dings bauen, die Monster spawnen im Falle. Die ist schon fertig. Dein Arsch ist fertig, ernsthaft jetzt. Ich hab das Gras extra angepflanzt, damit wir es rauchen können. Alter Leute, wir machen irgendwann so ein Kugelfisch-Special da, wo wir dann Kugelfische konsumieren. Genau, und im Resource-Pack macht man dann die Kugelfisch-Textur zu so einer Bierflasche oder sowas. Ja, 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 das machen wir. Das ist wundergeil. Ja, kein Kommentar. Mhm. Es ist wundergeil. Auf alle Fälle, ja, natürlich. Ich hab's gerade wieder mal grandios verkackt. Ich brauche ein bisschen Drake. Drake. Ein bisschen Drake und Zayman brauche ich. Drake und Zayman. Jo, wahrscheinlich, oder? Jedenfalls brauche ich Drake und Zayman. Wie viel habe ich jetzt? 20 Drake? Auch genannt Erde. Erde. Erdreich. Betonung auf Rack! Ja, ich glaube, diese Folge wird sehr. Ja, sehr, sehr. Mostly toll. Anticipated and highly rated by the audience. The audience, verdammt gedeppert. Egal. Ich werde jetzt diesen Drake hier feierlich platzieren. Hello, my name is Drake. Ah, Nathan Drake! Genau! Alter, der heißt Drake. Wow. Drake. Nathan Drake. Hey, aber Uncharted 4, ne? Kommt ja bald raus. Ja, genau. A Thief's End, glaube ich. Mhm. Das Ende des Diebes. Du kannst mir übrigens helfen, indem du hier den Drake platzierst. Drake. Ich habe keinen Drake. Da hast du Drake. Ich baue derweil noch ein bisschen Drake an. Was soll ich mit dem Drake machen? Du sollst diesen Sand hier so um diese Wasserlache herum durch Drake ersetzen, sodass ich Drake dann später anbauen kann. Drake. Dann hole ich hier noch irgendwo einen Drake. Ah, ich glaube, da hinten war die. Ja, die war da hinten, genau. Okay, egal, ich hole ihn einfach von hier, den Drake. Sorry, Leute, aber ich mag's gerade echt nicht mehr. Drake. Du kannst dann Samen auf den Drake anpflanzen. Das ist ja wunderprächtig. Bedienungsanleitung für das Produkt Drake. Drake. Platzieren Sie den Samen den Samen auf dem Drake. Wie schreibt man das dann? Platzieren Sie den S-E-Y-M-E-N oder so. So Simon. Scheiße. E-Y, oder? Da habe ich vor Wut habe ich gleich meinen Steinschaufel weggeschmissen. So, ich habe 38 Drake, das sollte doch reichen, oder? Hm. Drake. Sorry, Leute, ich muss gerade mal. Ja, okay, weiter geht's. Ich weiß, eigentlich ist es nicht lustig, aber doch. Irgendwie ist es doch lustig. Irgendwie, das müsst ihr doch auch zugeben. Gut, whatever. Whatever. Hast du irgendwo Lava? Ja. Wo? Unter meinem Arsch. Ich habe Feuer unter meinem Arsch. Lecker. Ja. Warte mal, wo habe ich denn? Ah, ich glaube, ich weiß, wo du Lava findest. Jetzt kommen wir mal her hier. Gerne. Bitte. Du sollst dich nicht immer mit dem Drake beschäftigen, du sollst hierher kommen. Oh nein. Ich habe das Fenster minimiert. Ach, derweil könnte ich doch ein bisschen Weizen. Bei der Würzenform. Würzenform. Haben wir. haben wir eigentlich Zuschauer aus Österreich? Ich muss ja sagen, ich werde. Weißt du das schon? Oder? Was? Na, du weißt es nicht. Wien oder was? Ich werde nämlich. Woher weißt du das? Das hat mir meine Oma verzeiht. Da ist schon. Also, sie ist ja auch meine Oma. Ja, eben. Ah, lol. What the jedenfalls, fuck? Jedenfalls werde ich nach Wien greien. Greien. Also, wenn ihr Bock auf ein Fan-Treffen. Wenn wir Fan-Treffen. Genau.
Meet and Greet mit Maxi 404. Oh Gott. Meine ganzen Fans werden da dann kommen nach Wien. Ja, mindestens. Ich bin da dann am Freitag, den 3.5. um 20.20 Uhr komme ich da an. Den 3.5. Am Hauptbahnhof Wien. Leute, also wenn ihr Bock auf ein Fan-Treffen habt. Den 3.5.? Was? Ja, du Schwuchtel. Na, 3.6. 7. 7. 3.7. Oh, nice. Es ist ja schon der 7. Ja. Okay. So ein Drake. Okay, eine Reihe können wir noch, oder? Also, wo kann ich jetzt Laver finden? Ach, das wollte ich dir ja zeigen, genau. Jetzt komm mal mit hier, so ein Drake. Hier ist das Loch. Alter, jetzt nicht hier. Ich tu mal da weh. Da, den Drake nehme ich noch kurz mit. Der steht hier sowieso so unnütz in der Weltgeschichte herum. Ach ja, hier ist es, genau. Okay. Oh. Siehst du hier diese Säule aus... Säule? Da. Hier, hier gehst du drauf und hier baust du die Säule einfach ab. Bis ganz nach unten. Okay. Und dann müsstest du da unten ein bisschen schauen, aber da stößt du mit Sicherheit auf Lava, also kein Problem. With Security. Also nicht hier unten, sondern bis weiter unten. Bis Ach so. Noch weiter unten. Ach so. Genau, geh wieder drauf und dann... Dann jette, Bro. Jette, Bro. Ja, das müsste gehen. Bei weiteren Fragen und Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Telefonsupport unter der 0800 88 Oh, scheiße. Naja, dann esse ich noch ein bisschen. Ach, hier. Ich habe jetzt gebratenes Gammelfleisch gelesen. Lecker. Ja, ich habe jetzt drei Gammelfleisch verschlungen. Was ist denn los eigentlich? Lecker Schmecker. So ein Drake. So ein Drake. Drake und Josh. So, das Drake werde ich jetzt anbauen. Wir brauchen ja mehr Zeug, um unsere Tiere zu füttern und diese Tiere dann später zu aus ihrem Leben zu reißen. Ach ja, und mein Franzose, der kommt auch noch irgendwann. Ach, und Sankre. Der uns die Hühnerfarm gebaut hat, oder was? Ja, wir hatten nämlich da mal so eine automatische Hühnerfarm im Haus, die irgendwie mein Franzose gebaut hat, mit dem ich, bevor ich überhaupt nach Frankreich gegreit war, haben wir ja mal gezockt hier und irgendwie, das, ihr wisst ja, das ist unser altes Server gewesen, diese Welt mit dem Dorf und so. Ich kann da ja jetzt leider nicht helfen, das ist ein Drake. Ein Drake ist es, ja. Aber ja, und da hat er uns irgendwie hat er die Insel gefunden. What the fuck? Und hat uns dann hier einen Hühner-Spawner hingebaut. Den haben wir aber natürlich wieder weggebaut, weil es wäre ja praktisch Cheating. Wir wollen euch ja hier nichts vorenthalten. Genau. Wir wollen ja nichts offscreen machen. Wir wollen jeden Scheißdreck hier onscreen machen. Jeden Scheißdreck. Jeden Scheißdrake. Scheißdrake. Genau. Ja, wahrscheinlich. Ja, hier geht es sowieso nicht mehr weiter. Hier muss ich den Drake wieder abbauen. Tut mir leid, Leute. Was isst du denn gerade im Hintergrund? Eine Pizza, wie du gesagt Nudeln. Hast. Nudeln. Nudeln. Ich hätte auch eine Nudel, eine ganz lange. Nein. Bitte nicht. Was erzählst du da für einen Drake? Das ist ein Drake, ja. Ich glaube, ich weiß schon, wie die Folge dann heißen wird. Drake. D-R-A-G-E bitte, ne? Dass du dann Drake falsch schreibst. Ist er dann Drake? Drake. Nein, Drake. D-R-A-G-E. Aber Drake. Okay, wir hatten da hinten bei dir Ebola. Eine Person. Eine Person. Ein Person. Ein Person. Ja. Ja, du lernst ja jetzt auch Schwedisch, ne? Ja, naja. Hab ich gehört. Naja. Naja. Ne, aber du musst es schon weiterlernen. Du musst lernen. Dö, behöver. Und ich weiß nicht, wie man das dann konstruiert. Könnt ihr Schwedisch, Leute? Denn dann helft wahrscheinlich mal kurz. Ja, alle Zuseher können Schwedisch. Sag mal, du musst irgendwas tun. Dö, behöver, jör, norot. Oder wie ist es dann? Du da musst bin lernen. Ich bin nämlich nicht so sicher. Aber egal. Ich habe eine Schallplatte.
Ja. Also ein ich weiterer Zombie-Spawner. Ich muss jetzt warten, bis der Drake... Ich habe 18 Weizen. Ja, nice. Da kann ich eh schon die anderen Viecher hier ein bisschen vermehren. Nein! Ah, jetzt. Vor allem, die sind weiß. Ja. So, jetzt aber genug. Das sind einfach mal 1000 Creeper. 1000. Und 1000 Skelette und 1000 Creeper. Fuck. Mann, warum erlebst immer du diese Abenteuer? Und ich mache hier nur ja, einen Drake. Aber es, irgendwen muss es ja immer geben, Leute, der den Drake macht. Das stimmt, ist einfach ein Naturgesetz. Die Drakes-Arbeit. Die Drakes-Arbeit. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Nein, ist awesome. Nein, ist so awesome. Wer hat hier Herzchen? Wer frisst hier den ganzen Drake? Ich mag das nicht. Und tschüss. Du hast dein Leben verwirkt. Du Hammel. Du Hammel. Hammelfleisch. So, ist das Kleine jetzt bereit für Inzucht? Nein, es ist noch nicht gewachsen. Natürlich nicht. Ja komm, das ist doch die größte Inzuchtanstalt da. Genauso wie das Dorf, in dem ich wohne. Ja, das stimmt. Ne Leute, ernsthaft, deswegen... Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwas gegen lokale... Ich sag jetzt mal Liebschaften. Ich drück das jetzt einfach mal ganz toll aus. Ich habe etwas gegen lokale Liebschaften. Weil ich denke mir immer, ich bin ja behindert, das wisst ihr ja, ne? Mhm. Bin geistig nicht auf der Höhe, nein, Schmarrn, natürlich. Also das könnt ihr jetzt, denken, was ihr wollt, aber ne, auf alle Fälle, denke ich mir immer, ja, so ein Drake, denke ich mir. So ein Drake. Das ist ja schon halb Inzucht, wenn ich da jetzt, ich weiß nicht, die Nachbarin oder so, ne? Also ich meine nicht die Nachbarin, sondern die Nachbarstochter oder die Nachbarin. Was auch immer. Ich keine Ahnung, jetzt mal ein Beispiel. wenn ich das tun würde, dann kann ich eigentlich sicher sein, dass irgendwann in den letzten 5 scheiß Generationen irgendwann. Kennt ihr das von... Ja. Da hat Max Rabe mal eine Verarschung gemacht von dem Lied. Ich weiß aber nicht, wo das Original von wem das ist. Von mir. Na, von deinem Anus. So. Oder so. Was könnte es sein? Ist bei dir gerade das Christkind da? Oder bei mir ist das Christkind da, ja. So. Hört man das so gut? Das ist so das hört man brutal gut. Brutal. Ja, aber was ist bei dir los? Das Christkind ist da. Es ist Weihnachten. Warte mal. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, das ist das fünfte. Das ist ein. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, cuatro. Könnt ihr Spanisch, Leute? Schreibt's mal in die Kommentare, was ihr für Sprachen könnt, weil es würde mich interessieren. Englisch ist ja eigentlich Standard, ne? Wer Englisch gut kann, der sollte sich dann auch mal an Schwedisch wagen, weil es geil ist. Und es ist einfach ein bewegender Moment, wenn man endlich die Flüche von PewDiePie versteht. Das ist brutal. Brutal. Kann ich jetzt schon wieder... Nee, kann ich nicht, oder? Bist du groß? Nö. Ich brauche noch ein bisschen so einen Drake, so einen Zaymon. Need a Drake. Ja, da ist ein Zaymon. Einmal Zaymon und jetzt noch der zweite Zaymon von da hinten. Natürlich ist... Doch, er ist da, aber es ist nur ein Zaymon. Oh, du Hurensohn. Oh mein Gott, der hat mich gerade erschreckt. Uiuiui. Der hat mich mega erschreckt. So, aber ich brauche einen Zaymon. Microphone activated. So, jetzt habe ich 2 Zaymon. Zaymon. 2 Zaymon, okay, gut. Zaymon. Passt. Dann 2 Zaymon sollten ja eigentlich genügen, um diese 2 Tierchen... in eine launische Laune zu versetzen. Nein, das ist wieder hoch. Jetzt kommt's mal her, dann, Leute. Einmal, zweimal. Lecker Schmatz-Sound. Steigen auf und ein kleines Viechlein kommt heraus. Und diese Viechlein. Kleine, ich lass dann die Kinder miteinander, ne? Cool. In Wirklichkeit würden die dann einen dritten Arm bekommen oder so. Aber cool. In Minecraft, nein, natürlich nicht. Aber in Sims ist es auch nicht so, komischerweise. Da kann man aber auch nicht, normalerweise. Also zumindest nicht in Sims 3. Schade. Aber es gibt so ein Workaround. Ihr könnt nämlich in Sims 3 statt Bearbeiten-Modus gehen, die Familie auswählen, dann das Kind, wenn es erwachsen ist, wovon wir jetzt mal ausgehen, wenn ihr mit
dem Kind und dem Kind Kinder zeugen wollt. Und so. Könnt ihr jedenfalls eines von den beiden Kindern könnt ihr dann ausziehen lassen. Dann drückt ihr auf ausziehen. In Bibliothek, also das ist dann praktisch in der Ablage oben links in der Ecke. Dann drückt ihr auf in Bibliothek speichern oder irgendwie sowas. Und dann gehen wir mal schlafen, bitte. Entschuldigung. Und dann, was passiert dann? Ah ja, dann könnt ihr es wieder einziehen lassen, die Ablage praktisch. Dann habt ihr halt zwei Geschwister, aber ist ja egal. Monster sind hier. Und dann könnt ihr das andere aus der Bibliothek in das Haus, in das Domizil eurer Familie wieder einziehen lassen. Domizil. Und dann könnt ihr von diesem aus der Bibliothek Geschwisterlein oder mit diesem aus der Bibliothek Geschwisterlein und dem normalen anderen Geschwisterlein könnt ihr dann Inzucht betreiben und könnt dann mega geile Resultate hervorbringen. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Fancy? Nur dass du Tageslicht bekommst. Ich Tageslicht, ich habe kein Tageslicht. Leg dich mal hin ins Bett und dann. Leg mich hin. Warum legst dich du nicht hin? Was bist denn du für eine? Weil hier Monster sind und dann steht da Monsters nearby. Lol, bei mir war nett. Nett. Ja, dein Bett ist ein Block von meinem entfernt. Vielleicht das hin. Dein Ernst. Okay, Mann. Mach mal Disconnect. Chill mal. Ach, du bist doch so ein. Set heavy guy. Jetzt, now. Now it works. Kisan. Das, was ich gerade geschrieben habe, das hat mich voll an Kisangani erinnert, aber ich weiß nicht mehr, was Kisangani ist. Es ist irgendwas aus der Geografie. Wow. Ich glaube, es ist irgend so Staudamm oder irgendwie so ein Staudammprojekt. Cool. Also, wenn ihr wisst, was Kisangani ist, dann könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. Wenn ihr so hochgebildet seid wie ich, nein, ich weiß es ja nicht, eben deswegen bin ich nicht hochgebildet. Nein. Wenn du schon so hochgebildet bist, wie viele Blöcke fließt Lava? Na, Buhe, was hast du für Probleme? Ich hab keine Ahnung. Ich muss das jetzt wissen. Ich muss das jetzt wissen. Nein, ich weiß es aber nicht. Wir haben 5 Diamanten, das ist mega leiwand. Leiwand. Ja, ist eine längere Geschichte mit dem Leiwand, Leute, also denkt euch nichts. Ich sortiere jetzt das mal ein hier. Ja, sollte reichen. Ah, das ist aber falsch einsortiert. Uppala, falsch einsortiert. Wollte ich sagen. Uppala, uppala, uppala. Bevor ich ein Kopal gelassen habe. Ein Kopal. Naja, whatever. Ja, morgen ist Montag, ne? Scheiße. Morgen ist Montag. Das ist nicht gut. Montag ist fucking sucking und so, ne? Was habe ich denn morgen? Ich schaue gerade mal auf meinen Stundenplan, der hier herumsteht, in einen Rahmen eingerahmt. Ja, du bist auch mit den Abschlussprüfungen schon durch. Ja, ich habe erst nächstes Jahr Abitur, das ist relativ scheiße. Jetzt warte mal. Mathe, eine Doppelstunde Mathe. Toll, lecker, lecker. Über Mathe haben wir eh schon gesprochen, dass es scheiße ist, oder? Ja, natürlich. Gut. Dann 2 Stunden Bio, das wäre eigentlich die letzte Stunde vor der Klausur. Aber natürlich ist sie nicht da. Meine liebe Biolehrerin, aber egal. Ich werde sowieso diese Klausur etwas verscheißern. Die habe ich dann am Donnerstag, den 2.7. Leute. Also drückt mir die Daumen. Wenn ihr dieses Video vor dem 2.7. schaut, drückt mir am 2.7. den Daumen. Die Daumen. Also alle beide Daumen. Oder wenn ihr 3 habt, dann alle 3 Daumen. Ist mir scheißegal. Ihr könnt auch euren großen C drücken. Oder whatever drücken. Ist mir egal. Aber drückt irgendwas, was mir Glück bringt, weil das wird etwas behindert. So, Ansprache beendet. Jetzt darfst du wieder mal reden. Ich rede hier so viel, das ist unglaublich. Mir fällt nichts ein. Oh, dann ist ja eh gut, dass ich lobe. Ja, eben. Lobe. So, den ganzen Drake tun wir jetzt mal in die Kiste. Drake. Ah, du hast Lava gefunden. Das ist ja mega geil. Ja, ein Block. Okay, ich gehe dann runter und tue ein bisschen die Farm erweitern. Ja, ich brauche noch 2 Lava. Ach, die sind jetzt schon wieder gewachsen, die alten Inzuchtler. Alter, was ist denn los? Ich brauche Samen, fällt mir gerade ein. Und zwar viele Samen. Denn ich muss hier dieses...
Ah, oh, nee, oder? Ich muss hier das noch fertig machen, das... Oh, da sind gerade zwei Samen über... Überschuss rausgekommen. Na, oder? Na, bitte. Weh, na. Überschuss. Was der denkt, was dieser Typ denkt. So ein Typ gibt's doch gar nicht. Doch, mein Roller. Ach, du Schande. Naja, egal. So, den Samen pflanzen wir mal hier ein. Samen. Dann gehen wir hier noch kurz drüber, rasieren wir nochmal drüber hier. Jo, genau. Jo. So ist das. Wie viel gottverdammtes Zuckerrohr braucht der Mensch ohne Witz? Es ist doch nicht. C'est pas faisable. Mais c'est pas faisable. C'est pas raisonnable. C'est pas faisable. Kannst du bitte wieder aufhören und mal was Gescheites labern hier? Wir sind hier in einem sehr kulturell anspruchsvollen Let's Play. Kulturell anspruchsvoll? Ist ja nicht, ja, so, ja, als ja. Ob, ist ja nicht so, als ob dieses Let's Play ein Drake wäre. Mhm. Ich glaube, wir sollten die Folge mal beenden hier, bitte. Oh, stimmt. Die ist schon 30 Minuten lang oder so. Stimmt, 31. Oh, fuck. Egal. Egal! Jetzt, Leute, dann in der nächsten Folge machen wir wieder ein bisschen den Drake. Mhm. Macht's gut, bis dahin. Chillt euer Leben. Und tschüss. Drückt mir die Daumen am 2.7. Bis dann.